Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute dreht sich bei mir alles um das Gänseblümchen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz einfach eine Tinktur zur äußeren Anwendung für die Haut zubereiten könnt. Die Tinktur ist entzündungshemmend gegen unreine Haut, gegen Akne und gegen fettige Haut. Mit nur ganz wenig Zutaten können wir selber die Tinktur zubereiten. Unten in meiner Videobeschreibung könnt ihr es nochmal in Ruhe nachlesen. Für unsere Tinktur benötigen wir Gänseblümchen und davon nur die Köpfchen. Am besten sammeln wir sie an einem sonnigen Tag. Wenn wir die Gänseblümchen gesammelt haben, lasst sie am besten einfach nochmal so für 20 Minuten draußen stehen. Dann können auch noch die letzten kleinen Insekten wegkrabbeln. Anschließend zupfen wir die Köpfchen vom Stängel ab. Ich hatte jetzt hier ungefähr eine ganze Handvoll Gänseblümchenköpfchen. Für die Tinktur benötigen wir Alkohol, der mindestens 40% haben sollte. Ich habe jetzt einen Wodka genommen. Dann brauchen wir noch ein Glas. Das ist jetzt ein altes Marmeladenglas mit Schraubdeckel. Das Glas sollte steril sein, kocht es am besten für 10 Minuten mit kochendem Wasser aus. Die fertige Tinktur fülle ich dann später in diese Glasröhrchen ab. Die sind ganz praktisch, dann kann man die Tinktur ganz einfach auf die Haut auftragen. Die Gänseblümchen kommen jetzt in das Glas. Mein Glas hatte übrigens ein Fassungsvermögen von 450 Gramm. Das Glas sollte circa bis zur Hälfte voll mit Gänseblümchenköpfchen sein. Anschließend gießen wir den Alkohol hinein. Ich habe jetzt circa 300 Milliliter hineingegeben, so dass die Gänseblümchen komplett bedeckt sind mit Alkohol. Anschließend wird das Glas fest verschlossen und wird an einem dunklen Ort für 3 bis 4 Wochen aufbewahrt. Bei Zimmertemperatur. Jeden Tag schütteln wir jetzt den Inhalt einmal durch, somit sich die Inhaltsstoffe richtig schön verteilen können. Und dass die Gänseblümchen nicht zum Schimmeln beginnen. Bei mir sind jetzt 3,5 Wochen vergangen. So sieht die Tinktur jetzt aus. Heute werde ich sie abfüllen. Zum Absieben der Gänseblümchen-Tinktur verwende ich jetzt hier ein Teesieb. Ihr könnt aber genauso einen Kaffeefilter verwenden oder ein Passiertuch. Wichtig ist nur, dass alle Bestandteile der Gänseblümchen abgesiebt werden. Den Filter drücke ich dann noch gut aus, damit wir nichts verschwenden von unserer guten Tinktur. Die fertige Tinktur füllen wir jetzt in Braunglasfläschchen. Ich habe jetzt hier eins mit 250 ml Fassungsvermögen und kleine Roll-on-Gläschen. Die sind sehr praktisch, die haben vorne diesen Roller und da kann man die Tinktur einfach auf die Haut auftragen. Ihr könnt die Tinktur aber auch auf einen Wattebausch geben und die betroffenen Hautstellen damit behandeln. Die Tinktur ist jetzt so viele Jahre haltbar. Beschriftet die Gläschen und bewahrt sie unzugänglich für Kinder auf. Wenn ihr sehr empfindliche Haut habt, dann empfehle ich euch, die Tinktur nicht mit Alkohol zu machen, sondern mit Obstessig. Allerdings ist diese Tinktur nicht sehr lange haltbar. Ich bedanke mich jetzt herzlich für eure Zeit und euer Interesse. Ich wünsche euch eine strahlend schöne, reine Haut, ohne Akne, ohne Entzündungen und ohne kleine Pickelchen. Vielen Dank
Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier dabei seid, bei Selbstgemacht. Servus!